Ich möchte mal ganz kurz gucken, was wir hier bei den Eisengitter, Falltür, Hebel, Knopf, Ziegelstein, Tür, wo sind die Banner jetzt? Hebel, Knopf, Tür, Redstone, Banner, genau. Wo soll ich denn farmen gehen? Wald und Mine und sowas? Oder? Aber man kann mit verschiedener Wolle die Dinge auch bunt machen. Mach was du willst, das ist mir relativ egal. Du musst doch nicht, du kannst auch dein eigenes Kielfeld bauen. Wäre nur ein Vorschlag jetzt gewesen. Nee, ich habe keine Idee für mein GS, aber ich will jetzt nie zu mir kommen, weil du denkst bei mir. Du leckst gerade sehr, sehr stark. Beispiel? Und du bist auch sehr, sehr leise. Du musst auch wieder ein Mikro lauter stellen können, das muss doch gehen. Ja, ich kann wieder... Ich kann es wieder so, aber... Okay, dann mach's lieber leiser. Dann mache ich die Musik mal noch ein bisschen leiser bei mir. Moment. Wo viel leiser gar nicht mehr geht. Egal. Es gibt sogar einen Farbverlauf, den man verändern kann. What the fuck? Bei den Bannern. Und gestern hat mir einer einen Banner geschenkt, wo ein Drache drauf war. Das würde ich gerne nochmal haben wollen, aber ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Bestimmt mit dem Drachenei. Aber find mal so ein Drachen, einfach mal so, das ist nicht unbedingt einfach, ne? Was bringt es mal Life is Strange im abgesicherten Modus startet? Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Hier steht jetzt diese Life is Strange spielen oder? Eine Auswahl verschiedener Muster. Haben die Banner komplett individuell designt oder? Ja klar. Okay, dann sind wir jetzt. Ich bin wieder da. So, hallo. So. Wir haben jetzt die blauen. Ich würde mir noch ganz schnell eine rote Blume nehmen. Die da jetzt mit. Ob wir jetzt im Vorgarten abholzen, das ist doch vollkommen egal. Ja, das sah schön aus. Das ist mir egal, habe ich gesagt. Hä? Die müssen da eigentlich aufeinander passen. So, machen wir uns aber mal einen roten Punkt rein, weil ich kann. Die müssten eigentlich aufeinander passen, aber es geht irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Dann machen wir uns hier einfach mal jetzt einen grünen Streifen drauf, weil ich es kann. Achso, das ist jetzt. Achso, dann muss man das in die Mitte tun. So, und dann kommt da noch ein. Grüner Punkt hin und da kommt da oben noch ein grüner Punkt hin. Man kann die also echt mega individuell gestalten, die Banner. Das ist geil. Ich könnte jetzt auch noch da einen grünen Punkt hin machen, das würde komisch aussehen. Ich lasse es mal so und dann tun wir jetzt einfach mal die Banner aufhängen. Hänge ich mal das da einfach dahin, weil das interessiert mich eh nicht. Und natürlich kommen unsere Hauptbanner, die gelben mit dem roten Punkt, irgendwo hin, wo es wichtig ist. Die Frage ist natürlich, wo? Die würde ich vielleicht, weil hier unser wichtigster Eingang ist. Ich finde das immer cool, wie meine Mom absaugt, während ich mit jemandem telefoniere. Okay, sie sieht man natürlich jetzt überhaupt nicht. Könnte die vielleicht... hier hinhängen. Ja, so toll sehen die jetzt auch nicht aus. Also muss man, ich dachte, da muss ich noch ein bisschen üben dann, bevor ich die irgendwie als gut bezeichnen könnte. So. Dann tun wir die einfach mal ein bisschen irgendwo hinhängen. Jetzt ist auch egal. Wir könnten eventuell einfach mal, weil wir es können, da einen hinstellen. Stehen überall Banner dann so sinnlos rum, so denkst du so, Banner. Mit Redux ist inspiriert auf 2033, das weiß ich doch. Steht der oder der steht? Ja, stehen ja jetzt ein paar Banner. Oh, der hat eingelegt. Oh, ei. Nein, kein Hühnchen draus geworden. Mist. Dann lege ich jetzt mal zurück den ganzen Spaß. Nee, das ist falsch. Das ist
hier unten. Lege ich den mal zurück, den Spaß. Dann kommen die Bücher zurück. Dann brauchen wir das Holz jetzt erstmal nicht mehr. Das kommt da rein. Die Schaufel machen wir kaputt, haben wir gesagt. Die behalten wir, haben wir gesagt. Genau wie die. Warte mal. Das war Pistole mit Schalldämpfer. Das war die Schrotflinte, ne? Ja. Wenn ihr dazu im Hintergrund gerade My Little Farm spielen, hört man ja. Ja, ich spiele gerade im Hintergrund Metro Last Light. Ach, hast du auch? Ja, ich habe sogar Metro 2033. Das ist da davor gewesen, der Teil. Den habe ich, der ist doch schon ewig alt. Ja. Nee, die Redux-Version davon nicht. Ich habe das alles in Full HD. Wow. Ne, Metro Last Light damals wollte ich sogar Let's Playen, hab's dann aber, glaube ich, bin mir gar nicht sicher. Habe ich Let's Played? Ne, habe ich abgebrochen, weil ich damals noch die Free-Version von Fraps hatte und die hat das nicht mitgemacht. 30 Sekunden, ne, 4 GB Abschnitte, ne? Ja, genau. Und dann habe ich mir irgendwann... Ja, Metro Last Night war geplant als Let's Play bei mir. Ah, das ist jetzt auch schon wieder ewig altes Spiel. Wie bitte? Weißt du, was ich vielleicht geplant habe? Ich bin nämlich richtig dumm. Black Mirror hat vorhin Updates gezogen. Ich finde das schön, wie er sich einfach selbst... Weißt du, was ich geplant hatte? Was denn? Ich bin ziemlich dumm. Okay. Nein. Ja, nee. Das leitet auf den Satz... Meine Pistole ist leer. Das leitet auf den Satz über. Und zwar, oh, wie kommt der denn hier rein? Jetzt kann ich unter Einstellungen das Spiel auf Deutsch stellen. Das ist zwar... und dann kann ich vielleicht Let's Playen, weil ich cool bin. Nee, Spaß. Vielleicht Let's Play das als nächstes nach The Walking Dead. Also Walking Dead halt, ne? Ich muss mal ganz kurz die Grafik, das Texturenpack ändern, weil ich mir mal ganz kurz die Schatten ansehen muss. Das geht im Honeyball Dexback natürlich besser. Jetzt muss meine Taschenlampe aufladen. So. Man konnte doch irgendwo die sich. Die sich. Das ist das FOV, damit kannst du die Sicht ändern. Nee, nicht mehr was anderes, ich meine die Helligkeit. Alter, sieht das geil aus. Screenshot. Man kann auch die Wolken jetzt verändern, das geht auch. Wolken? Sprache, ja. Musik, Geräusche, Skin-Anpassung, Umhang an, ja, du kannst, linker Ärmel an. Du kannst mir jetzt alles ausziehen. So, das ist. Ach so? Das wollen wir ausprobieren. Habe ich nicht sowas wie eine Karte oder? Ja, der Unterschied ist gigantisch. Es funktioniert gar nicht, weil ich sowas gar nicht drin habe, wie Umhang und so. Ich wollte gerade einfach mal ausleuchten. Das geht doch voran, ja, wieder. Opa. So, ausleuchten. So. Kann ich die Viecher nicht lieben? Gut. Machen wir mal weiter. Wir müssen jetzt erstmal wieder unser Level zusammensammeln. Dann würde ich gerade bei Regen machen wollen. Ne, bei Regen eigentlich nicht. Ich würde es eigentlich bei Nacht machen wollen, aber nicht bei Regen. Das ist das Problem an der Sache. Deswegen würde ich mal ganz kurz schlafen gehen. So. Dann nutze ich die Zeit heimlich, ohne dass ihr das mitbekommt. Und schau nach, was es noch so Neues gibt. Endportal, Gemälde, Glas, Rüstungsgegenstände. Ach, Rüstungsständer geht ja auch. Den will ich auch bauen. Genau. Der Rüstungsständer, Teppich. Geht einfach. Das geht einfach, der Rüstungsständer. Sinnvoll. Da kannst du deine. Du leckst mega Vendetta. Dein Internet ist mal wieder Bombe. Ist das mein Internet oder ist das dein Internet? Ich schieb's mal auf dich, weil ich gerade im Let's Play bin und nichts Schlechtes über mich sagen darf, weißt du wie? Ah. Da könnte man sich ja direkt so eine Rüstungskammer bauen, das wäre natürlich auch geil. Muss ich mal ganz kurz gucken, wie das aussieht, wenn ich hier so... Alter, das ist schon mein 5. Filter gerade, ey. Und da kann ich jetzt einfach so... Ist ja geil.
Da kann ich jetzt, sagen wir mal, wir hängen jetzt einfach mal... So, Moment, machen wir den und den und den. Wie geil ist das denn bitte? Ich spiele es Metro 20. Moment, da tun wir mal ganz kurz. Das ist ja... wie geil. Da kommt da noch einer hin. Kann man eigentlich eine gesamte Rüstung mit wenig Platz einfach da drauf hängen? Oh. Ja. Und das sieht gut aus. Auf jeden Fall, das sieht richtig gut aus. Dann nochmal hier noch das, 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 das. Da kann ich hier noch eine Kappe drauf hängen und noch ein Schuh kommt da dran. Und da noch ein Schuh dran und kann da. Weißt du, an was mich das erinnert? Das erinnert mich an dieses... Es gibt doch zum Beispiel in so einer Burg lebst oder so, gibt es doch diese Ritterrüstungen, weißt du, als Dekoration. Ja, das könnte man machen, eigentlich theoretisch. Aber dann müsste man das, glaube ich, eher aus Metall machen, diese Rüstungsständer. Nur Eisenbeinschutz habe ich noch, den kann der anziehen. Ist nicht schlecht, du kommst hier raus und hast dann so einen riesen Stapel Rüstung vor dir liegen, ist natürlich auch nicht geil. Und auch nicht geil, ne, ist auch nicht geil. Metro 2033. Wir müssen auf jeden Fall, jetzt sind natürlich die Banner wieder weiß, es tut mir leid, im Honeyboy ist da momentan noch nicht so viel gemacht. Wir müssen auf jeden Fall, ach, die sind, haben sich nicht mal vermehrt. Ich habe ein Problem mit dem Honeyboy, der ist weg bei mir. Welches? Ich habe Honeyboy-Texturen und habe dann aber Dings. Das Problem habe ich auch. Tools sind. Nee, die normalen Tools und alles, die sehen aus wie im Default Texture Pack. Was, die Tools? Du meinst Werkzeuge? Ja, dieses ganze Zeug, weißt du, so Spitzhacken etc. Ja, das war mal eine Weile. Achso, habe ich schon orange gemacht. Das war mal eine Weile, bei ihr so. Da hat sie irgendwie, sie hatte mal so ein Probe-Texture Pack gemacht. Hä, wieso ist da ein Huhn? Wieso legt das Eier? Ich suche hier seit Jahren Huhn, jetzt ist in meinem... Hä? Ich töte dich, bevor es Eier legt. Na, nicht töten, ich brauch das. warte mal. Alter, ist das ein... Alter, ist das ein Schlachtfeld, ey. 1, 2, 3. Im Hintergrund natürlich klassische Edna bricht aus Musik für alle. Oh, das war nicht geplant, aber kam eh nichts raus. Ein Schleim brauche ich da noch. Ey, ich bin so dumm, warum trage ich eigentlich meine Gasmaske? Ich brauche die gar nicht. Ich will wissen, ich habe halt irgendwie das Bedürfnis, alles was er sagt zu kommentieren, aber ich lasse es lieber. Das ist, muss mich im Let's Play von meiner besten Seite zeigen, ne? Das erlaubt, ich kann hier keine Spirenzchen machen, ich muss da schon, und da ist schon wichtig, dass, weil sonst wird passieren Dinge. Teddybär. Komm her. Ich habe ein Haushuhn. Komm mit. Ein Haushuhn. Ich habe gerade einen Huhn an die Leine genommen und bringe das jetzt zu dem anderen Huhn. Ich habe ein Haushuhn. Nenn es KFC. Komm mit, du dummes Huhn. Alter, jetzt rennt das in den Schalter rein. Ich glaub's nicht. Mitkommen. Shotgun. Stirb doch, Mann. Bist ein braves Huhn. Mitkommen. Mein Haushuhn. Ich und mein Haushuhn. Yeah. Letzte Munition. Ich könnte ja theoretisch... Zur Sicherung könnte ich ja theoretisch... Nur mal so, aus Spaß. Die beiden da ja eigentlich zusammenlassen, ne? Dann können die auch nicht wegrennen oder so. Und dann kann ich jetzt endlich seit Ewigkeiten... Oh, ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. So lange habe ich auf diesen Moment gewartet. Was? Kann ich diese Hühner füttern? Oh, ich sollte weg, ich sollte weg. Und du da. Und endlich können wir unsere Hühnerzucht starten. Alter, ey, das hat so ewig gedauert jetzt hier in der Gegend. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal mit etwas...
Weizen zum Schaf, weil wir brauchen noch ein paar neue Schafe. Wie bitte? Ich bin so dumm, ey, ne? Ich jag fast in die Luft und stell mich direkt neben die Explosion. Ah ja, das klingt doch recht unschlau. Nein, weil ich wollte sehen, wie das explodiert, weil das sieht schon cool aus. Das sah auch cool aus, aber abgesehen davon. Ach so, na gut. Oh, ich glaube, ich hab's geschafft. Geschafft? Jawohl. Ich frage mich gerade, die haben sich doch gerade vermehrt. Die haben doch gerade Liebe miteinander gemacht. Wo ist das Babyschaf? Wo ist das Schaf hin? Hä? Die haben doch gerade miteinander und dann müsste doch eigentlich... Also normalerweise, wenn man miteinander... Dann müsste eigentlich... Also... Das ist wie bei Menschen, das dauert 9 Monate. Wir sind unter Zeitdruck, sowas gibt's hier nicht. Hä? Bin ich bescheuert? Also mehr als sonst? Die Hühner haben ein Hühnchen gemacht. Die wissen, wie es läuft, aber hier? Hä? Noch ein Hühnchen ist gerupfen. Oh, man kriegt Brandschaden. Das ist cool. Oh, das war auch nicht geplant. Ich meine, das Pferd natürlich. Ich würde gerne... Mal Platz. Digga, komme ich hier überhaupt raus? Ach da. Was soll ich jetzt hin? Okay, dann kommen wir mal. Das kann jetzt erstmal hier rein. So, nee, das nicht. Ich habe auch nur 2 Wolle aus den 2 Schafen bekommen, ist auch ziemlich geil, da freut man sich. Wir machen jetzt hier mal die Wolle. Denn hier geht natürlich nicht. Da geht auch nicht, da geht auch nicht. Okay, dann kann man hier und hier wenigstens. Das sieht ein bisschen komisch aus mit den Schildern. Ich glaube, die unteren Schilder zimmer euch alle mal weg. Das, ich weiß ja eh, was da drin ist. Weil ich hätte da schon gern den Teppich. Deswegen kommen die unteren Schilder mal komplett weg. Und dann können wir da den Teppich dann da auslegen. Das sieht, glaube ich, besser aus. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Haben wir denn... Ah ja, weißen Teppich haben wir noch ohne Ende. Zucker, okay, gut. Dann der weiße Teppich kommt da noch hin und da noch hin und da noch. Da kommt keiner mehr hin. Na, hier ist auch noch ein Schild. Da kommt der Teppich hin. Und ansonsten brauchen wir überall Orangen, das ist ziemlich teuer mit dem orangen Teppich. Hier war ja auch wegen dem Schild das Problem. Wie färbst du eigentlich die Wolle im normalen Spiel? Also wie färbt man das? Ich tue einfach das Schaf färben. Und jetzt hier muss mir mal erklären, was ich da versucht habe zu tun, warum ich... Jetzt erklär mir mal einer, warum ich da diese komische Falltür hingesetzt habe. Damit du davor... drauf reinfällst. Oh mein Gott. Das, ich habe gerade überlegt, ob ich den witzig finden soll. Dann dachte ich mir so, nein. Rote Wolle brauchen wir auch noch. Habe ich nicht gerade rote Wolle gehabt? Da habe ich doch was Rotes. Also ich bin irgendwie manchmal im Let's Play mega verpeilt. Genauso verpeilt, wie ich gerade feststelle, dass ich gleich los muss auf Arbeiten, eigentlich das Let's Play gleich jetzt beenden soll. Das ergibt Sinn. Ja, wir haben eine Menge gemacht, meine lieben Freunde. Wir haben einige Dinge festgestellt. Wir haben uns mal so ein paar Rüstungsständer gebaut. Wir haben auf jeden Fall uns noch ein Rüstungshäuschen oder so bauen. Wir müssen auf jeden Fall in den nächsten Folgen wieder dafür sorgen, dass wir uns ein wenig um unser Level kümmern, damit wir auch schön verzaubern können und uns die schönen Gegenstände machen können. Das wird, glaube ich, das nächste sein. Bevor wir weiter bauen, so wirklich, werden wir erstmal unsere Level irgendwie steigern. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Wir haben jetzt keine wirkliche Farm hier irgendwie. Vielleicht können wir mit den Hühnern wirklich bald eine Farm uns machen hier, genau wie auf der anderen Seite Map. Müssen wir mal schauen, wie wir das tun. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!